Herzlich willkommen bei unserem fünften Let's Play Video von Minecraft. Heute zeigen wir euch, wie wir eine Türschaltung machen können mit Buttons. Und dabei hilft mir der Tumor. So, da. Tumor baut auf der einen Seite, ich baue auf der anderen. So. Wie ihr wisst, können Buttons die Energie nicht speichern von selbst. Nicht so wie ein Schalter, den man runter oder rauf geben kann. Buttons gehen nach einer Zeit weg. Das heißt, wir müssen jetzt eine Schaltung generieren, die das speichert. Und das schaut dann ungefähr so aus. Oder? Tumor baut sie auch nach. Könnt ihr euch auch so anschauen. Also hier einen hin. Jetzt merkt ihr, es fließt schon Energie. Nö, wir wissen ja noch nicht warum. Jetzt sage ich mal euch, es ist die falsche Energie. Komischerweise kann ich es auch nicht umschalten. Ja, wir wollen jetzt, sagen wir mal, wenn der Button geklickt ist. Ach so, ja, okay. Ich habe jetzt was vergessen. Ab. So. Den habe ich hier vergessen. Wenn ich jetzt hier einen hersetze. Warum schaltet sich das nicht um? Lol. So sollte es ausschauen. Das tut es eigentlich bei uns ja auch. Ja, okay, mach du mal. Okay, what the fuck, bei ihm geht's, bei mir wieder nicht. So, jetzt haben wir die ersten Speicher. Jetzt sagen wir, das hier soll unser Not Gate werden. Den Button dürfen wir nicht drücken. Legen wir hin. Jetzt haben wir ihn gesperrt. So, das bauen wir da noch weiter. So, hier genau dasselbe. Wir kommen von hier oben runter. Zwei rüber. Hinsetzen. Repeater. Ah, jetzt geht's von Haus aus, komisch. So, jetzt haben wir eine Speicherzelle gebaut. Die speichert hier die Energie. Und jetzt müssen wir die zwei hier zusammenführen. Das hat der Tumor wahrscheinlich jetzt ein bisschen schöner gemacht. So, oder? Und jetzt muss ich zu ihm dort hinüberfahren. Noch rein, so. Das heißt, wenn jetzt von beiden Energie kommt, führt er dann zur Tür, da ziehen wir weiter. Aber jetzt haben wir gesagt, den Button hier drücken wir. Signal schaltet um. Signal wird hingesendet und hier unten wird dann auch das Signal kommen. So, jetzt bauen wir hier noch einen Repeater ein, denn wir wollen das ein bisschen zeitverzögert machen. Den bauen wir auf beiden Seiten ein, dann haben wir nämlich ein bisschen Zeit, bis die Tür aufgemacht wird. Wenn er hier unten die Leitung baut, werde ich euch zeigen, wie er einen Reset-Button macht. Der ist im Grunde genommen nicht so schwer. Bauen uns nämlich nur hier hin. So. Von hier oben wird das hier weggehen. Wieder ein Repeater. So. Weil wir brauchen die Zeitverzögerung nämlich. So, jetzt haben wir hier das gesetzt. Und wir müssen das jetzt verhindern, dass automatisch hier die Energie weiterfließt. Deswegen setzen wir hier einen Block. Er soll nur, wenn der Knopf gedrückt wird, soll er wieder auf den anderen Zustand umspringen. So, das bauen wir hier auch dann weiter. Jetzt müssen wir dort hinüber. Oder zu dem hier müssen wir hin. Oder da verlegen wir die Leitung weiter. Oh, es wird dunkel. Wir beeilen uns mal. Oder jetzt sind wir wieder hier. Hier setzen wir wieder einen Block drauf. Es sperrt die Leitung und es geht nur so rüber. Genau dasselbe haben wir hier. Okay, wir haben hier anscheinend nicht genügend Energie. Das heißt, ich muss jetzt nochmal einen Repeater hier einbauen, damit unsere Energie nicht verloren geht. So. Signal geht bis hierher.
Toll, funktioniert. So. Na, wieso habe ich ein Not geht zu viel? Nee. Ha? Nee, das passt zu. Ich habe nur ein Not Gate. Und das ist das Sammelgate. Ich habe nur ein Sammelgate, aber egal. So. Dasselbe bauen wir auf der Seite. So, ich hoffe, dass es gleich wieder Tag wird. Hust, hust. Ja, es soll kein Signal hinkommen. Ich weiß. Deswegen hier auch. Ja, aber wir sammeln hier die Energie. Kommen hier hin. Nee, es soll kein Signal kommen. Wenn kein Signal kommt, dann sendet er da was weg. Ach, Tumor, Tumor. Kennt man's? Ja, eh. Also hab ich's richtig und du falsch. Ja, aber ich hab den Knopf schon gedrückt. Ach, ich hab's doch vorgesagt. Wir drücken den Button, der aktiviert werden soll, schon am Anfang, damit wir wissen, wie das Signal verläuft. Zuhören, Tumor. So, unser Reset-Button ist schon fertig. Mit Zeitverzögerung. Oder hier können wir leider keine einbauen. Okay, also theoretisch sollte ich hier noch eine einbauen können. So, jetzt sollte es funktionieren. Wir haben leider noch keine Tür. Der Tumor wird aber gleich einen hinmachen. Wir haben gesagt, wenn wir den Button drücken, und bei Tumor ist es der Button. Okay, bei ihm spinnt noch was. Ich schaue es mir mal an. So, Normalzustand. Lol. Okay. Dann hau ich mal den Repeater weg. Ja, aber warum wird er automatisch gelöscht? Ich baue mal hier den hier aus. Okay, von irgendwo wird uns ein Signal zugeschickt. Hä, wieso muss ich den Reset-Button wegmachen? Nein, irgendwas sendet an meinen Reset-Button. So, jetzt funktioniert's jetzt. Ach, Spiel ist halt noch ein bisschen buggy, ist in der Entwicklungsphase. Man kann dagegen noch nichts tun. So, theoretisch sollte die Schaltung jetzt fertig sein. Die Tür sollte jetzt offen sein. Dann drücke ich den Reset-Knopf. Ja, tun wir es noch nicht. So, jetzt setzt den Knopf. Setzt die Tür bitte hin. Ja, komm, hinsetzen. Nur eine Tür. So, jetzt drücken wir die Knöpfe. Bei mir war es diese hier. Bei Tumor ist es welche? Klick mal hin, bitte. Ich schätze mal, der war's. Okay. Hier. Und Tür bleibt zu. Warum das? Schauen wir mal an. Nein, ich habe den Reset-Knopf nicht gedrückt. So, schauen wir uns den Fehler an. Wir. Okay, auf meiner Seite wird ein Signal geschickt. Warum das? Ja, ich habe ihn getestet. Ich wirft noch. Hör doch zu. So, wir senden hier die Energie hin. Und hier kommt Energie weg. Dann müssen wir den hier. Ja, du bist ganz schön frech, kleiner Junge. So, oder?
Jetzt funktioniert's. Die Tür ist offen. Ich hatte doch eins zu viel. Ach, ich bin ein bisschen dumm. So, drücken wir den Reset-Button jetzt. Fällt die Tür wieder zu. Das war jetzt unsere Schaltung. Wir lassen sie so, wie sie jetzt ist. Dann könnt ihr auf den Server kommen, es euch anschauen. Ja, der Server ist gehostet von 4xW, dem größten österreichischen Sponsor in Österreich. Ja, kann man sich gar nicht denken. Mitgemacht hat der Tumor, er hat die rechte Seite gebaut und ich, der Matrix Mark, hat die linke Seite gebaut. Ist doch egal, ist egal. Ich habe halt das hier und er das hier. Ja, wünsche euch noch viel Spaß und hoffe, dass ihr vielleicht vorbeikommt und euch das anschaut. Wir haben jetzt auch schon eine zweite Schaltung, die auch viel größer halt gebaut worden ist und viel ordentlicher mit mehr Widerständen. Die könnt ihr euch auch anschauen. Da müsst ihr uns aber fragen. Hier habt ihr eine alte Schaltung von uns, die geht mit den Knöpfen. Da ist der Code 1, 3. 5. So, funktioniert im Prinzip genauso, nur dass es keinen Reset-Knopf gibt und jeder den Code anschauen kann. Hier weiß ihn keiner, weil einfach Reset-Knopf drücken, reingehen, keiner weiß ihn. So, noch einen schönen Tag, viel Spaß noch.